Hi Freunde, wir sind wieder hier mit einer neuen Podcast-Ausgabe. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Aus der kleinen Sommerpause natürlich. Aus der kleinen Sommerpause. Ihr wisst ja, im Anfang Juni starten wir unsere Sommerpause und die geht dann bis Ende Mai. Geht bis nächsten Juni, Leute. Bis nächsten Juni. Nee, wir sind zurück mit der 34. Ausgabe des Podcasts nach langer Zeit mal wieder, aber der Anlass könnte ja nicht krasser sein. Also der Anlass könnte nicht krasser sein. Ich glaube, One Piece ist fresher denn je. War noch nie so gut. Manga-Top, Gear 5, Kampf gegen Kaiser, Anime-Top, die besten Folgen überhaupt, gerade auch die letzte Folge. Ich glaube, der beste One-Piece-Film überhaupt kommt dieses Jahr. Also, wir wissen es natürlich noch nicht, ob es der beste wird. Dann haben wir noch ein Spiel, was in der Röhre ist. Dann haben wir noch die Netflix-Serie, die irgendwie im Untergrund brodelt. Also, da kommt so viel noch. Genau, und aus diesem Anlass resultierend haben wir uns gedacht, jut, da bringen wir den Podcast mal wieder zurück. Natürlich wollen wir nicht ein Jahr wieder in Sommerpause gehen, aber nagelt uns nicht jede Woche drauf fest. Wir geben unser Bestes, sagen wir es mal so. Ja, ein paar Themen haben wir schon vorweg geplant jetzt, die eventuell tatsächlich kommen. Tatsächlich, ja. Genau. Spätestens im nächsten Juni. Spätestens im nächsten Juni. Wir werden niemals hier ein Jahr Pause haben auf den Kanal. Nee, das kommt nicht so. Das kommt nicht. Okay, Thema ist Gear 5. Gear 5 ist natürlich so das oberste Thema. Also wenn man jetzt so eine Pyramide an Wichtigkeit von den ganzen Sachen hat, egal wie krass One Piece ist, wird Gear 5 immer an der Spitze stehen, jetzt gerade aktuell. Und ich glaube, da gibt es eine Menge zu besprechen, weil wir sind jetzt gerade relativ am Ende des Kampfes gegen Kaido. Würde man meinen, Flashback wird getriggert, okay, kommt da jetzt noch was, kommt da jetzt noch nicht, kommt da jetzt nichts mehr, das ist ja auch vielleicht nochmal so ein kurzes Thema, aber ich denke, man kann jetzt mal ausführlich über die Gear-5-Fähigkeit reden, weil man jetzt so ein bisschen gesehen hat, okay, was kommt alles, was kann Gear-5 alles und so weiter und so fort. Ja, auch gerade, ey, ganz ehrlich, wir haben uns ja privat auch noch nicht viel darüber unterhalten, aber stimmt tatsächlich. Hast du gedacht, hast du wirklich daran geglaubt, dass Gear 5 kommt? Ja, nach diesem FPS-Beitrag hier mit 5G-Netz und so, dachte ich schon immer, Gear 5 kommt. Also aber wie sieht's aus und so und wie wird's umgesetzt? Das war für mich so unklar und jetzt ist es schon so normal gefühlt. Ne? Jetzt ist es normal. Aber da muss ich wirklich sagen, was ich mich immer gefragt habe und das ist, finde ich, auch ein cooles Thema, ist, mir wurde der Gummi-Aspekt, das hört sich jetzt weird an irgendwie, aber natürlich wurde dieser Gummi-Aspekt mir zu viel, also ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber damals schon nach Gear 3 dachte man sich ja immer schon so, ja, was willst du jetzt noch aus einer Gummifrucht machen? So, also was willst du da jetzt noch machen, ne? Puste Knochen auf, ja. Blutgefäße erweitert, bla bla bla, so, was willst du da jetzt noch raushauen? Dann kam Gear 4 und man war cool damit, das war eine coole Sache, so versteht mich nicht falsch. Aber dann hatte man ja wieder das gleiche Problem, nochmal krasser, wo man sich so dachte, ja, was willst du jetzt noch machen? Was willst du jetzt noch machen? Alle haben ihn ja immer gelobt, so, ne? Was macht Ruffy aus seiner Teufelsfrucht? Wie krass, was holt er aus der Gummifrucht raus? So, vergleich mal mit Buggy, was der macht, der kann gar nichts, so. Und jetzt, wenn man, mystische Zoan, Nika-Frucht, so, jetzt hat Ruffy gefühlt ja noch gar nichts rausgeholt, also weiß ich nicht, wenn er in Gear 5 ist, Gear 5 sozusagen, ist ja erst seine normale Zoan-Form, so wie er sich verwandelt, wenn er in diese Form geht, von wie als wenn, keine Ahnung, wenn Eki zur Giraffe wird, so. Das ist jetzt Ruffys Giraffe, so. Und mit dieser Form heißt es jetzt einfach noch Techniken und Angriffe und vielleicht sogar auch noch weitere Formen, darüber reden wir, glaube ich, auch nochmal, aber so noch rauszuhauen, weißt du, deswegen, eigentlich geht's jetzt erst los, teufelsdrohtechnisch bei Ruffy. Ja, man muss sich vorstellen, oder ich glaube, die beste Metapher, wie ich es betiteln würde, ist, man dachte, Gear 4 ist so die Tür zur finalen Stärke von Ruffy und das wird dann mit Haki ausgebaut und bla 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 und am Ende gibt es so quasi eine Form, die alles vereint, so, also Snake Man war ja so auf Observationshaki und so weiter und so fort, weißt du, dass man so eine Form hat, die dann alles vereint, war ja so ein bisschen der Grundtenor und jetzt hat man mit Gear 5 einfach, finde ich, nochmal eine zweite Tür, die aufgemacht wurde und man steht nochmal vor so einem ganzen Raum voller Möglichkeiten, weißt du, Hybridform, ja dann halt wie Gear 4 auch verschiedene Formen, dann sieht man ja auch, der schmeißt da einfach Blitze, so, weißt du, also da kannst du alles machen. Das ist ja auch, was die fünf Weisen gesagt haben, so, du kannst alles machen, so, die Fantasie des Nutzers ist quasi die Grenze der Frucht und wir reden von fucking Monkey D. Ruffy, so, also der ja, ich bin echt gespannt. Auch wie, also das Erwachen ist ja, er selber wird sozusagen zu Sonnengott Deeker, er kann aber auch sozusagen die Umgebung beeinflussen, das ist halt das Krasse, diese Paramecia Erwachen-Eigenschaften eigentlich, weißt du, die wir bei Doflamingo gesehen haben oder so, dass die Umgebung halt zu Feen wird und so, wird bei ihm ja auch die Umgebung zu Gummi, aber er selber und er kann sogar noch seinen Gegner
Er hat ja auch Kaido so durch seine Augen gegriffen und so auch so Gummi-Cartoon-Eigenschaften gegeben. Das kann zum Beispiel ja Doflamingo nicht, oder? Er kann ja nicht jetzt auf Ruffys Arm oder irgendwie zum Faden machen oder so. Deswegen, eigentlich ist dieses Erwachen noch, das ist so viel krasser. Das ist, keine Ahnung, das ist so geisteskrank eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, dass er eigentlich auch Logia-Eigenschaften hat so ein bisschen. Er hat eigentlich gefühlt alle Eigenschaften zusammen und man kann alles mit dieser Teufelsfrucht machen. Und ich finde das, was wir bis jetzt gesehen haben im Kampf gegen Kaido, wir werden gleich noch über ein paar Angriffe reden, aber ey, alleine, was du gerade schon gesagt hast mit dem Blitz, also es gibt ja gar keine Grenzen mehr sozusagen jetzt, überhaupt nicht mehr. Wenn er einfach einen Blitz nehmen kann, so, was ja auch eigentlich wenig Sinn macht, so, dass er den Blitz da einfach nimmt aus dem Himmel. So, und es hat nicht mal gewittert, so, hat er noch irgendwie den Blitz hervorgerufen oder so, man weiß es nicht mal, aber das ist auf jeden Fall geisteskrank zurzeit. Ja, vor allen Dingen, ich weiß noch, da gab es ja auch diese eine Szene, wo er sich in so einen Riesen verwandelt hat und ich weiß noch, dass damals alle so aufgeschrien haben, so nach dem Motto, okay, es wäre ja möglich, dass Ruffy sich in einen Riesen verwandelt und alle das scheiße fanden, aber ich finde, mit Gear 5 hat man da so eine perfekte Lösung gefunden, das einmal quasi so als einzelne Fähigkeit zu machen, ist mega cool, aber vielleicht starten wir doch mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage, weil wir halt so lange nicht darüber gesprochen haben. Bist du, also ist natürlich klar, glaube ich, dass die Antwort ja ist, aber du kannst ja ein bisschen weiter ausführen. Bist du zufrieden mit Gear 5 oder hättest du irgendwas dir anders gewünscht? Ey, ich bin maximal zufrieden, ohne Scheiß. Also Gear 5 in meinem Kopf immer war nicht so geil, wie es jetzt ist. Also es war immer so, ja okay, was ist es jetzt? Flüssiges Gummi, wird er irgendwie, keine Ahnung, wird er noch größer, wird er zum Riesen oder wird er so dünn und agil und irgendwie, keine Ahnung, aber dieses... Keine Ahnung, er wird so weiß, seine Kleidung wird weiß, er kriegt diesen Wolkenkranz um sich herum und seine Haare werden so kringelig und so. Ich finde, das ist erstmal vom Design über clean, ikonisch, jetzt schon, sieht es aus, als hätte ich es schon immer gesehen in meinem Leben so, keine Ahnung. Und halt, ja, von den Fähigkeiten, darüber kann man sich natürlich streiten, ne, ob das zu cartoonig ist und ob es nur albern ist, aber ich finde, so wie es jetzt umgesetzt wurde, mit diesem Fünkchen Ernsthaftigkeit, jetzt auch gerade beim letzten Angriff und so, es war ja auch ernst. Es war ja nicht jetzt, dass jeder Angriff oder jeder Gegenangriff von Kaido direkt ins Lächerliche gezogen wurde. Er wurde, okay, hier und da wurde er schwarz zum Kohlebrikett und so, weißt du, so auf Gag, als er da im Boro Breath war oder so ein paar Sachen waren da, wo man sagen könnte, okay, ja toll, das wird jetzt ins Lächerliche gezogen, aber ich fand, es war trotzdem immer noch die Ernsthaftigkeit da und das ist genau der schmale Grat, den ich mir gewünscht habe, so, wo ich auch Angst hatte ganz am Anfang von Gear 5, aber Oda hat das perfekt gemacht und ich bin maximalst zufrieden mit Gear 5, ohne Scheiß. Und wie ist bei dir? Also bei mir ist safe 10 von 10, weil für mich stört nicht mal der Comic-Aspekt, kann ich ja auch direkt begründen. Also erstens, ich finde es geil, dass Gear 5 auch das Erwachen darstellt, also weil ich finde, man hat jetzt so eine perfekte Schiene gefunden, dass es eine mystische Zoan ist, ist ein absoluter Goat-Move, wie ich finde, also mega, mega krass. Design haben wir eben, hast du ja eben schon kurz angeschnitten mit den Wolken, ich meine, weiß in Anime ist immer Badass, Leute, so wissen wir alle. Und dieser Comic-Aspekt finde ich gar nicht so schlimm, weil für mich ist relativ klar, das wird nicht immer so sein. Also weil, klar, es beruht jetzt so ein bisschen darauf, aber man darf nicht vergessen, wo damals der Boundman das erste Mal kam gegen Doflamingo, da war auch so Gear 5, also weißt du, es wurde auch so ins Lächerliche gezogen, dann bounced er die ganze Zeit und die allererste Reaktion vom Main-Antagonist Doflamingo, das pure Böse, der hat mit seinen Fäden ganz Dressrosa massakriert, ne, gefoltert und sonst was, so, weißt du, da denkst du ja auch nicht, dass das irgendwie ins Lächerliche gezogen wird, der hat auch erstmal gelacht und gesagt, du bounced jetzt hier ein bisschen rum, das war nicht ganz so wie jetzt mit Gear 5, aber was ich meine ist, glaubt man nicht, dass wenn Ruffy später gegen Blackbeard kämpft, der dafür verantwortlich ist am Ende des Tages, dass sein Bruder tot ist und so weiter und so fort, glaubt man nicht, dass Ruffy da jetzt nur in Comic-Stil mit Blackbeard hin und her wirbelt. So, da wird es auch Badass-Szenen geben. Also ich glaube, das hat man jetzt am Anfang so ein bisschen gemacht, um die Frucht so zu introducen, um das so ein bisschen zur Schau zu stellen. Aber ich glaube nicht, dass das immer so sein wird. Es war ja auch einfach maximal geil. Also ich fand, das war so gut gemacht. Ey. Auch die Verwandlung. Ey, glaubst du, er ist gestorben? Glaubst du das? Also, weil wir wissen es nicht 100% bestätigt. Ich will, ey, ohne Scheiß, ich will da irgendwie nochmal eine Erklärung haben, so, ob es jetzt wirklich passiert ist oder, ja, okay, im Anime müssen wir noch ein Jahr warten, so mäßig. Da wird ja Oda wahrscheinlich auch mit gefragt, so, wie die das umsetzen, so, und, ja, da wird es wahrscheinlich gezeigt, ob er kurz stirbt oder so. Es war ja kurz im Manga dieses eine Zeichen für Stille, so, weißt du? So, als wäre wirklich das Herz, als hätte das Herz kurz aufgehört zu schlagen, weißt du, und dann hat er sich verwandelt. Meinst du, das war wirklich nötig oder war das so, dass er, also wir wissen ja, er war ja auch schon kurz aus Gear 5, wurde er kurz rausgeprügelt und da musste er nur seinen Rhythmus vom Herz anpassen, sodass das Herz wieder in einem richtigen Rhythmus schlägt, so
von den Trommeln der Befreiung oder wie auch immer das zu verstehen ist, aber ja. Also ich glaube, oder wie ich es mir am besten vorstelle, da könnt ihr auch mal einfach schreiben, wie ihr das wahrgenommen habt, aber ich glaube, so ein bisschen wie so eine Neukalibrierung, weißt du, mit so einem Defibrillator. Also ich glaube, der war, also was heißt tot, aber er war so für eine Sekunde kein Atem, kein Puls, also kein Herzschlag, weißt du? Ja. Und dann war Gear 5 oder das Erwachen oder die Nikanikanomie, egal wie du es jetzt nennen möchtest, war so der Defibrillator und hat das Herz so wieder in einen neuen Rhythmus gebracht, weißt du? Ja. So. Und das dann, dieser Rhythmus, den fand er lustig und so weiter und so fort. Auch hier, und das finde ich, ist die geilste Designentscheidung überhaupt. Man hat keinen etwas größeren, man darf ja nicht vergessen, G4 ist ja auch echt groß, so. Ja, ja, das ist riesig. Ja, ja, genau. Und wenn man das sieht man ja mal, wenn dieser Strohhut so hinten ist und dieser Stroh so voll klein ist. 2-Euro-Münze auf dem Rücken. So. 2-Euro-Münze auf dem Rücken, das ist ein starker Vergleich, jo. Aber dass du mit G5 dann auf einmal fast wie so ein Kind hast, weißt du, ich fand das so geil, wo er am Ende das G5 genannt hat und so gelacht hat und sich die Hand so vor den Mund gehalten hat. Ne? Das war für mich so krass. Finde ich, muss ich sagen, safe eins der 3 besten Panels aus ganz One Piece. Obwohl es nicht das impulsanteste, bestgezeichnetste oder sonst was ist, aber einfach dieses, so ein lachenden Ruffy, der schon das ein ums andere Mal gegen Kaido verloren hat, so da so lachen zu sehen und einfach Gear 5 zu sagen, mega. Ey, und für auch, mich dass absolut er das, ikonisch. Auch, dass er das Erwachen Gear 5 nennt. Also wir haben das Erwachen, also nicht mal der Gum-Gum-Frucht, was wir uns ja immer gewünscht haben eigentlich so, sondern seiner wahren Frucht sozusagen. Und er nennt es Gear 5 eigentlich perfekte Lösung so auch dafür, ne? Dass Ruffy das Erwachen dann auch selbst einfach so als Gear 5 betitelt. Ich finde, das ist so clean, das ist eine gute Lösung. Ja, ja, perfekte Lösung. Und es ist ja auch jetzt das allererste Mal, bei Gear 2 hat ja Ruffy auch direkt so angeteasert, ja, ich wollte eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass ich immer mit meinen Freunden zusammenbleiben kann, auch wenn sie nicht so stark sind. So, dann hat er Gear 2 gegen Bruno gepult, weißt du? Dann hat er ja noch Gear 3 im Petto, das hat er dann erst später gegen Rob Lucky gepult, alles klar. So, und bei Gear 4 war auch wieder ein 2-Jahres-Training mit Rayleigh, so Vize-Captain von Gold Roger. Da kann man, also, weißt du, da hat er sich auch richtig Gedanken drum gemacht und da resultiert auch so viel Erfahrung und, ich sag mal, Denkarbeit von Ruffy mit rein und dann hast du Gear 5 einfach so, also auch für Ruffy so komplett überraschend und das ist, finde ich, so ein geiler Kontrast, weil es wäre halt komisch gewesen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem nach einem Timeskip. Es ist komisch, wenn ein Charakter schon alle Indizien hat, die er braucht für die neue Fähigkeit und es dann erst 10 Jahre später dazu kommt. Also was ich meine ist, so jedes Problem gegen Hordy Jones oder gegen andere Leute wäre damals voll wack gewesen, wenn man wüsste, dass er sogar schon das Potenzial für Gear 5 gehabt hätte. Nicht nur für Gear 4, sondern auch noch für Gear 5. So. Gear 4 hat ja schon gereicht. Gear 4 war ja schon die ganze Zeit das Ding so, ne? Ja, ja. Er struggelt so mit der Arche und macht so, als Beispiel, er struggelt mit der Arche, mit dieser Elefanto Gatalinga hat er die Arche dann so fast zertrennt, ne? Hätte der den Boundman ausgepackt und eine King Kong Gun. Hat eine King Kong Gun im Ärmel, Digga, so weißt du? Der hätte die Arche einfach auf die Redline raufgeschickt. So. Und das wäre gar kein Problem. Ey, die King Kong Gun, die hat gefühlt Dressrosa gespalten, so. Also. Ja, deswegen. Halt so also, sowas ist halt immer schwierig. Bei Snakeman halt streiten sich ja immer noch die Gemüter, ne? Bei Snakeman immer noch. Ich glaube, Snakeman ist aus dem Affekt da entstanden, oder? Also, ich glaube, die Verwandlung hatte er vorher. Ja. Aber ich glaube, dass er selber gemerkt hat, dass er es nicht richtig nutzen kann, weil, also ich argumentiere mir das so, dieses Python-Gedöns, was so den Gegner Chase mit 2 Händen in dieser ultra heftigen Schnelligkeit, ich glaube, das ist sogar zu schnell für Ruffy selbst gewesen, also er selber konnte nicht mit der Geschwindigkeit umgehen und hat so nichts getroffen die ganze Zeit und ich glaube, nur durch diese Steigerung des Observationshakis hat er gemerkt, okay, jetzt kann ich mit meiner eigenen Geschwindigkeit in dieser Form umgehen, jetzt macht diese Form Sinn, jetzt kann ich sie auch im Kampf nutzen. Würde ich sagen. Ja, also. Ja, doch, das macht schon Sinn. Würde ich auch so ungefähr sagen. Ey, überleg mal, Tankman und so, da kam ja auch einfach so. Das kam ja auch einfach, keine Ahnung. Es war ja eigentlich Tankman auch. War ja wirklich spontan. Und Snakeman ist ja immer noch Gear 4 eigentlich, muss man auch sagen. Das ist jetzt keine überkrasse neue Form so. Aber okay, nächste Frage ganz kurz an dich. Hast du gedacht, es kommen noch weitere Gear 4 Formen? Also ich meine, es gab ja eher aus dem Fan-Animated Lizardman oder sowas, der voll viele auch voll cool fanden. Oder, ja, oder Tigerman, der legendäre Tigerman. Oder Gorilla, bla bla bla. Also es gibt ja so viele. Es gab doch auch, warte mal, ganz dünnes Eis. Ich bewege mich jetzt gerade auf ganz dünnes Eis. Weißt du, auf was für ein Eis ich mich gerade bewege? Dem Sun Wukong Eis? Nee, ich bewege mich gerade auf dem Eis. Lysop ist nach dem Timeskip so stark wie
auf so eine Aussage bewege ich mich jetzt. Also für die alle Leute, die sich jetzt fragen, woraus das resultiert, ist Quatsch. Also falls ihr dachtet, das war so oder ist so, ist das natürlich Quatsch. Aber gab es auf dieser Insel nicht so drei besondere Tiere, die besonders krass waren? Ja, ja, es gab ja diesen Tiger. Dann gab es den Affen und das, ich glaube, das Krokodil, ne? Oder? Oder was der Elefant? Ja, das weiß ich eben nicht. Aber auf jeden Fall hat man doch damals immer gedacht, also boah, das ist jetzt so ein dünnes Eis, aber auf jeden Fall hat man doch damals gedacht, dass Ruffy, also, oder ich habe es gedacht, dass er dann halt auch diese Tiere so nochmal unterschiedliche Formen geben. Bountman Grundform und dann kommt sowas halt noch mit rum, weißt du? Safe, das haben wir alle gedacht. Auch, guck mal, so ein bisschen ist es ja auch so. Er hat ja die Jahre da trainiert, so, und seine Angriffe sind ja wirklich auch nach den Tieren benannt, so, aber. Ja, jetzt nicht seine Form, also weiß ich nicht. Also, wäre jetzt der Tiger Man gekommen, dann hätte ich da immer noch dran gehalten an der Theorie, aber ey, zum Glück kam es nicht, sind wir mal ehrlich. Zum Glück kam jetzt Gear 5 und was viel Größeres, was viel, viel Wichtigeres als irgendwie wieder so ein Quatsch, so ein schonen Quatsch, in dem wir uns verrennen würden, so. Mhm. So dieses ganze Joyboy-Ding ist ja auch viel zu krass. Ja, 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 safe, safe, safe. Aber dachtest du, also du dachtest auch, es kommen noch weitere Formen, ne? Ja, hab ich auch gedacht, wirklich. Ich denke, da muss doch jeder ehrlich zu sich selbst sein. Ich meine, ihr könnt jetzt natürlich in die Kommentare gehen und sagen, nee, ich habe mir direkt gedacht, es kommt jetzt G5 so. Aber ich glaube mal wirklich 99% ging davon aus, da kommt noch mehr. Lustigerweise muss ich auch sagen, in der letzten Anime-Folge, die ja wirklich die beste war, wo ja so mit kämpferisch auf jeden Fall, wo ja auch Gear 4 kam, da dachte ich mir schon so, okay, das wird zu viel, weil dieses ganze, also da war die Verwandlung schon fast so Super Saiyajin-mäßig immer, weißt du, wenn dann Toshi Shidada die Arme animiert und so, die sich da so aufpusten. Ja, und allgemein. Hier wieder, Gear 5, Hammer, Hammer. Gear 4 ist so ein bisschen das neue Gear 2, ne? Ist ein bisschen, eigentlich ein bisschen sad, so, dass er sich direkt zu diesem Bounce-Ding verwandeln muss und so. Ich fand Gear 2 immer so clean, weißt du, wenn das, aber es wird. Gear 2 wird, weiß ich nicht, das wird nie wieder eingesetzt, glaube ich, oder? Vielleicht irgendwann, ja, irgendwie nochmal, aber. Doch. Weil das Ding ist, Ruffy ist jetzt einfach so im Gear 2-Status, wenn er so einen Red Hawk gegen irgendwelche Handlanger raushaut oder so, dann hat er einfach Gear 2 schon an. So, also, ja, weißt du, was ich mich jetzt schon frage? So ein bisschen, ja. Ich frage mich jetzt schon so, wie anstrengend ist die Verwandlung in Gear 5 so? Also, weil er hat es ja auch so schon mal geschafft, aber. Okay, wir reden gleich noch drüber, wie der Preis ist. Oder lass uns jetzt darüber reden. Meinst du, er muss einen Preis zahlen für diese Verwandlung? Wir werden es jetzt bald sehen. Jetzt fällt er noch in der Gear 5-Form gerade zu Boden, mit Augen geschlossen, so nach dem letzten Angriff. So. Und meinst du, er muss irgendwas zahlen? Sei es, das Herz leidet irgendwie unter diesem Rhythmus, so Herzrhythmusstörung. Weißt du, dass Chopper irgendwas diagnostiziert, was ey, du kannst es nicht mehr verwenden, das ist zu gefährlich, so diesen normalen 0815-Kram, weißt du, was bei Goku war, was bei. Weiß nicht, was immer wieder kommt, so dieses. Auch, kannst auch bei ansetzen. Ruffy ja gefühlt. Ja, bei Ruffy auch. Ja. Lebenszeit left and right verloren, so ungefähr. Ja. Meinst du, das kommt mit Gear 5? Gar nicht. Glaube ich nicht. Oh, das wäre so geil, ey, wenn das nicht der Fall ist. Ey. Das wäre geil. Ja, weil. Klar, man hatte. Also, was ich glaube, ist, bei Gear 4 haben wir ja gelernt, dass Haki leer gehen kann. Also, dass jeder One Piece-Charakter hat Mana, muss man einfach mal so sagen. Der hat Mana. Und er kann, genau, und er verbraucht Mana für Haki-Nutzungen. Und irgendwann geht das Haki leer und Gear 4 ist eine Verwandlung, die rein auf Haki basiert. Also, geht's dann relativ schnell leer, aber das hat Ruffy ja auch gesteigert mit der Zeit. Und ich glaube, bei Gear 5. Kann das, also sind die Kräfte auch irgendwann mal erschöpft? Also man muss halt irgendeine Barriere einbauen, aber ich glaube jetzt nicht, dass man wieder sowas geht wie Gear 2, Risiko fürs eigene Leben und blablabla, was sich ja dann später auch verloren hat oder so. Oder jetzt so Ivankov-mäßig jedes Mal, wenn du die Fähigkeit einsetzt, verlierst ein paar Jahre oder so, das glaube ich nicht, ne. Oder hoffe ich zumindest nicht. Ja, also ich glaube auch, guck mal, dieser Mana-Balken, der wird zwar nicht entleert so bei Gear 5 jetzt, weil es halt nicht größtenteils, glaube ich, auf Haki basiert, so. Ist halt die Frage. Ist halt wirklich nur die Frage wegen dem Herz, so. Das ist das Einzige, so. Wenn das Herz irgendwie Schaden nimmt oder so, weil es irgendwie wirklich in einem vielleicht zu schnellen Rhythmus schlägt oder. Ey, ich bin doch ganz ehrlich auf den Anime gespannt, ob wir das da irgendwie audiovisuell irgendwie da kriegen, so einen geilen Soundtrack oder so, dass man das Herz von Ruffy so im Rhythmus, so diese Trommeln der Befreiung oder so, habe ich echt Bock drauf, Mann. Ohne Scheiß. Doch, ich glaube, ganz am Ende wird so ein, also einfach kein OST, gar nichts und man hört, also man wird so Toy Animation mäßig, die haben ja jetzt einen neuen Faible dafür, die Innereien der Leute zu zeigen, also wir machen das und dann zeigen die die Schmutterpumpe von Ruffy, wie die dann so langsam weniger wird und dann gar nicht mehr schlägt. Und ich glaube, ganz am Ende wird Natoshi Shida diesen Schleim. Man dachte ja am Anfang, das ist so schleimig, weißt du, was Ruffy da so hat. Oder so ein bisschen war es ja dann auch so. Und dann wird Natoshi Shida so diesen wackelnden Schleim animieren und ich glaube, so endet die Folge dann.
Digga, das ist zu krass. Kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch so, guck mal, er hat die ganze Zeit ja auch nicht mit Haki angegriffen in Gear 5, so, weißt du? Mhm. Und dann meinte Kaido, dann hat er wieder seinen inneren Monolog da gefühlt, so, wo er gesagt hat, Haki ist alles, Haki übertrifft alles so in dieser Welt. Und dann hat Ruffy ja bei dieser Monkey God Gun am Ende gefühlt bei seinem einzigen Angriff in Gear 5 auch Haki dann verwendet. Die Faust war ja komplett, die war ja eingezogen, da waren Königshaki-Blitzen, die war aber auch Hardening überzogen, so dieser letzte Angriff, so, weißt du, das war, gefühlt hat Ruffy alles nochmal reingesteckt in diesen Angriff. Und das merkt man jetzt auch, er fällt ja jetzt, wie gesagt, mit geschlossenen Augen zu Boden, obwohl er ja nichts irgendwie, er hat ja nicht kassiert oder so. Es ist einfach nur die Erschöpfung durch diesen Angriff, so. Und deswegen, weiß ich nicht, ich glaube, wenn er mit Gear 5 Haki benutzt, und das hat er jetzt bei der Monkey God Gun, ich glaube, dann ist Ende im Gelände. Meinst du, es kommt der Monkey God Gatling? Jetzt mal die Frage direkt. Ja, ne, das ganz ehrlich, das war ja immer so, ne? Gear 2 ja. Gatling, okay, Gear 3 Gatling gab's dann auch. Nach der Gun kommt die Gatling, das ist in Stein gemeißelt. Ja, aber die Gatling von Gear 4 hat aber ewig auf sich warten lassen. Also die hat ja ewig auf sich warten lassen. Warte mal. Die Kong Gatling meinst du, ne? Die Kong Gatling kam. Die kam doch erst gegen Kaido, ne? Die kam gegen Kaido. Jetzt in der letzten Folge tatsächlich. Ja, da war sie, ne? Da war sie. Und auch so Rifle und so. Also diese ganzen Fähigkeiten, Rifle, Gatling und so, die kamen da wirklich spät, muss man sagen. Ja, und also wirklich dann auch hier umgesetzt, Gear 4, die Kong Gatling, die hat ja gegen Kaido auch gar nichts gebracht. So überhaupt nichts so. Also letztendlich so. Muss ich auch mal sagen, dieses Organ-Ding, weißt du, wo so mehrere Fäuste nebeneinander sind in Gear 4. Es relativiert sich so ein bisschen, wenn man jetzt weiß, dass Ruffy auch die Gear 4 Gatling, Kong Gatling hat, so, weißt du, warum dann das noch so? Also, weißt du, macht gar keinen Sinn. Aber, okay, andere Frage. Kommen wir mal auf Gear 5 zurück. Gear 5, Verwandlung Ruffy. Man sieht, dass seine Gestalt sich ja anpasst, quasi dem Gott ähnlich, aber es ist immer noch Ruffy am Ende klar zu erkennen. Ist das quasi die Hybridform und er muss sich noch vollständig in den Gott verwandeln? Oder macht er das nicht mehr? Also, oder weil die ganze mystische Zoan einfach komplett anders funktioniert? Weil man könnte es ja auch so argumentieren, also logischerweise stellt ja Blackbeard mit der Finsternisfrucht so ein bisschen den Kontrast dar. Und seine Logia-Frucht funktioniert ja auch ganz anders. Also er ist ja auch nicht das Element Finsternis, sondern er überzieht sich ja nur damit. So könnte man ja jetzt auch bei Ruffy sagen, okay, er hat zwar eine mystische Zoan, aber er selbst ist der Gott, deswegen hat er jetzt keine vollständige Verwandlung, in denen er sich die Gestalt komplett sich verändert. So, weißt du? Aber das ist ein guter Gedanke, ey. Das ist ein guter Gedanke. Also ich glaube, dass diese Form, die wir jetzt hier gesehen haben, ich glaube, das ist die volle Sonnengott-Nika-Form, die er erreichen kann. Auch wenn es trotzdem noch Ruffys Gesicht und so ist. Und eigentlich haben wir in so einer Form ja, dass sie sich komplett verwandeln, so, weißt du? Also wenn das nur die Hybridform, also ich weiß nicht, es ist sowieso die Frage, was ist Gear 4 und Snake Man und so? Ist das nicht vielleicht schon so Hybridformen? Also, weißt du, ich kann mir vorstellen, wenn es noch vielleicht eine stärkere Form gibt, so eine Hybridform, aber ich wüsste nicht, was die bringen sollte, weil eigentlich ist Ruffy in dieser vollen Sonnengott-Nika-Form. Eigentlich ja hat er da die komplette Freiheit und was würde jetzt so eine Mischform ihn noch bringen? So, weißt du, also ist schwer zu sagen, hat er denn so, okay, so weiße Haare dann mit so schwarzen Streifen oder keine Ahnung, dass seine anderen Haare da durchkommen oder? Ja, oder so Gear 2, also so Gear 2 auftreten mäßig, aber einfach dann so weißen Mantel und so, weißt du, also dass er dann, dass das so hybridformmäßig ist. Irgendwie sowas, oder die Haut verfärbt sich noch oder sowas vielleicht, aber. Ey, aber auch mal was anderes, ne? Jetzt haben wir ein richtiges Son Goku-Problem, was ja Son Goku einfach so löst, dass er jeden Gegner, egal wie stark er ist, greift er immer erstmal Baseform an, dann geht er Super Saiyajin, dann 2, 3, so Gott und dann Blue und dann Ultra Instinct und so weiter und so fort. So, und wahrscheinlich in 30 Jahren kommen dann noch 20 Formen dazwischen. Und jetzt hat man bei Ruffy, finde ich, ein bisschen das gleiche Problem, weil Ruffy ist ja eigentlich auch so, erstmal mit Gear 2, Gear 3 rantasten, weißt du, da mal eine Elefantogun, mal kurz checken, okay, irgendwann safe. Den Boundman auspacken. Kann man nicht mehr ernst nehmen alles, meinst du? Ja, aber die Frage ist jetzt, als Beispiel, er trifft auf einen heftigen Gegner, Marine Admiral, Blackbeard, sucht euch irgendwas aus, irgendjemand, der krass ist. Fängt er dann auch wieder mit Gear 2 an, dann Gear 3, dann Gear 4 und geht dann erst in Gear 5? Weil wenn Gear 5 wirklich keine richtigen Nachteile hat, wenn ihn jetzt nicht ein Chopper sagt, Digga, wenn du das 5-mal machst, dann war's das mit dir, dann warst du mal Captain, dann macht's ja nur Sinn, direkt mal den Gear 5 auszupacken. Ja, genau, das ist das Ding. Also wenn es keinen Preis gibt, und den muss es eigentlich geben, weil sonst könnte Ruffy sich einfach, also sonst könnte er doch einfach immer so chillen, einfach sein Herz schlagen lassen, so direkt und dann einfach sich verwandeln und dann, weiß ich nicht, wenn es nicht mal Haki kostet, aber überleg mal auch, wenn er in dieser Gear 5 Form ist, Kaido hat beidhändig seine Hybridform-Keule geschultert und hat ihn volles Pfund ein übergezogen und
Ruffy, weißt du, wo er so sich verzogen hat und sich so der Keule angepasst hat. Wo er auf der Keule drauf war quasi. So, und das war ja ein paar Mal, der hat das so doll reingeprügelt und es bringt nichts, weil Ruffy, also, und Ruffy hat sich ja nicht mal mit Haki geschützt, es ist ja wirklich nur seine Teufelsfruchtform, so, es ist komplett egal, also, das ist ja die krasseste Form überhaupt, wenn das keinen Preis hat, also wenn das wirklich immer einsetzen kann, dann ist das wirklich ein Riesenproblem. So, auch gerade bezüglich der Spannung, so, du kannst ja gefühlt dann auch nichts mehr spannend machen, weil du weißt, ja, okay, Ruffy hat ja noch G5, so, wann setzt das denn ein? Ja, so? das ist es dann nämlich, ja, ne? Das ich meine, mich auch bei, nerven, wirklich. Und vor allen Dingen bei, also um nur kurz nochmal die Dragon Ball-Referenz zu pullen, bei Dragon Ball geht das, weil Son Goku dann so in 10 Sekunden wirklich 5 Verwandlungen macht, weißt du, der greift an und in den Schlägen drinnen verwandelt er sich 3-mal so ungefähr. Ja. Aber bei Ruffy geht das nicht, der kann nicht Gear 2, Gear 3, Gear 4, Gear 5 in 10 Sekunden, das funktioniert irgendwie rein darstellungsmäßig schon gar nicht. Im Übrigen, ich weiß gar nicht, warum ich eben Admiral, also weil ich Admiral gesagt habe, fällt mir auch nochmal ein, für die Leute, die Angst haben, dass dieser Comic-Aspekt sich weiter fortsetzt, nicht nur Blackbeard, stellt euch mal vor, später Akainu so. Ich glaube nicht, dass bei Akainu hier auf einmal der Comic-Aspekt gepult wird. Nee, das kann ich machen. Ja, also bei Blackbeard, weiß ich nicht, Ruffy ist jetzt, also ich bin mir auch fast schon sicher, dass Blackbeard auch eine mystische Zorn hat, oder? Also das Fass würde ich jetzt nicht aufmachen, aber meinst du nicht auch? Weil guck mal, Ruffy ist fucking komplett weiß. So, ich will das, also er ist komplett weiß, er ist der Sonnengott. Blackbeard ist komplett dunkel, schwarz, hat auch die Finsternisfrucht so. Und es ist doch eigentlich so, es ist doch eigentlich glasklar, dass es nicht eine Logia ist, weil er hat ja auch gesagt, dass seine Logia komplett anders funktioniert und so, weißt du, er kann ja auch nicht zu dem Element werden und so. Hat er doch selber auch gesagt, dass seine Logia anders funktioniert. Und weil es halt keine Logia ist, es ist keine Logia. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine mystische Zorn ist, von dem anderen Gott dann sozusagen. Yin und Yang, so schwarz-weiß, schwarz gegen weiß, keine Ahnung. Das ist dünnes Eis jetzt auch hier. Aber keine ganz Ahnung. Dünnes Eis. Ganz ich glaube auf jeden Fall, dass er auch eine mystische Zorn hat, Blackbeard. Und dass die Finsternisfrucht quasi diese ist, ne? Ja, ich glaube, die ist das. Okay. Also, ja, okay. Dann ist aber die Frage so, warum wurde das nicht gesagt, dass noch eine Frucht umbenannt wurde? So, wenn es auf einmal heißt, jo, also, die Frucht wurde auch umbenannt, so, ja, dann wäre es ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, jetzt mal, ganz ehrlich, ist es Podcast. Wir können hier über alles reden, Leute, ja? Machen wir mal kurz einen Abstecher zu Blackbeard. Weil, es passt ja nicht. Er hat ja im Buch der Teufelsfrüchte gelesen, dass die Finsternisfrucht seiner Meinung nach die heftigste Frucht ist. Aber da wird ja niemals drinne gestehen, also quasi dasselbe drinne gestanden haben. Theoretisch, der Vergleich wäre ja, dass bei der Gungum-Frucht ein Absatz ist und dann ein Bindestrich und dahinter steht, ist eigentlich die Nikanikanomie, du bist der heftigste überhaupt, du bist ein Gott. Ja, so kleingedruckt. Ja, so kleingedruckt. Weißt du, oder hat er einfach nur standen da nur die groben Eigenschaften von der Finsternisfrucht, so wie wir sie kennen, drinne und das alleine hat ihn schon denken lassen, okay, das ist das Heftigste. Weil irgendwie ja, das ist halt die Frage. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch schon vorher durch irgendwas irgendwie wusste, dass diese Frucht auch eine andere ist. So, dass, irgendwie diese Info hatte er safe. So. Also wenn da sonst steht, ja okay, als Element Logia, die Finsternis ist auch so schon auf dem Blatt Papier. Logia, Finsternis ist schon krass. Aber ich glaube, er wusste dann auch schon, dass da irgendwas hintersteckt. So. Kann ich mir vorstellen, so. Weiß ich nicht. Also bei der Gum-Gum-Frucht, also bei der Nika-Frucht stand ja auch, gar nichts. Also es war ja einfach nur als Gum-Gum-Frucht betitelt. Wahrscheinlich. Also, wir wissen ja noch nicht mal irgendwas. Also, die Gorosei haben gesagt, dass es umbenannt wurde. Und es macht ja nur Sinn, dass es dann im Buch der Teufelsfrüchte umbenannt wurde, weil wo ist sonst irgendwas über Teufelsfrüchte? So, ist ja nur da. Deswegen muss es im Buch der Teufelsfrüchte irgendwie als Gum-Gum-Frucht betitelt sein. Aber ich meine, wir können ziemlich sicher sein, dass da nichts von der Gum-Gum-Frucht drin steht, weil sonst hätte ja, also sonst hätte ja... Von der Nika, meinst du? Ja, von der Nika-Nika-Nomie, weil sonst hätte ja Blackbeard in dem Sinne irgendwas erzählen müssen oder auch ein Sanji oder so, hätte ja vielleicht mal sagen müssen, Captain, also ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber da ist da was, so weißt du. Das ist halt die Frage, wer diese Info wusste, so, dass diese Frucht eine andere doch ist, so, und nicht die ist, die sie im Buch scheint zu sein. Im Übrigen, kurzer Abstecher auch dazu, ich hatte ja mal letztens ein Video auf meinem Kanal gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, wie wack die Weltregierung ist, dass sie die Gum-Gum-Frucht so halbherzig verfolgt haben, ne? Da war so der Hauptkritikpunkt, also nicht Kritik, aber, ne, wurde so in den Kommentaren häufiger geschrieben, dass die Marine das nicht wusste, dass die fünf Weisen das nicht weiter kommuniziert haben, ne? Da muss ich aber auch sagen, kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, was du davon hältst, aber ich finde, ist ja eigentlich trotzdem Quatsch, weil wenn man jetzt so Gear 5 Ruffy sieht und wie heftig der ist, dann hätten die fünf Weisen ruhig ja auch nochmal eine Info nach unten geben können, so weißt du? Ja. Es reicht ja, also ich verstehe das Argument, die Marine wusste es nicht, okay, ist okay, aber das ändert ja nichts daran, dass sie es mal hätten sagen sollen. Ja, ist so.
Wenigstens die Info, Strohhut oder Strohhut ist gefährlich, fangt ihn ein. So, um jeden Preis, ja. Alles andere ist irrelevant. Reverie wird verschoben, so mäßig. Also, man muss ja nicht mal sagen, der hat die Nikanikanomie oder das ist Gummi oder bla bla, sondern einfach fangt den. Und ja, Prio oberste 1, Priorität, so, ja. Weißt du? Ja, das ist es. Das hätten sie machen können, ja. Aber ja, das ist halt die Sache so, ne? Sie wussten ja, dass Ruffy diese Gum-Gum-Frucht hat, die Gummieigenschaften, und sie wussten ja auch, dass die Gum-Gum-Frucht umbenannt wurde und eigentlich eine andere ist, so. Und keine Ahnung, dann hat Ruffy noch einen Strohhut und ein D im Namen, so. Also da kann man doch eins und eins zusammenzählen, dass er vielleicht dann doch der Auserwählte ist. Dass sie, also, nee. Viele sagen, ja, nee, die Weltung hat ja immer hier und da alles gemacht, was sie konnte, so. Die hat ja immer dann, und wenn sie konnte, ja, dann hat sie ja versucht, ihn festzunehmen und so. Aber wir wissen ganz genau, hätten sie wirklich alles gemacht, dann wäre da Akaino, Green Bull, Fujitora und Akaino zusammen in einem Schiff hingesegelt nach Enies Lobby oder keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen, du, ganz ehrlich, kannst mir nicht erzählen, dass man nicht mal zwei Admirale für eine Woche entbehren könnte. Also so viel haben sie dann auch wieder nicht zu tun. Ja, ist so. Also, Kizaru schaukelt da seine Eier, der kann auch mal. Ja, ist so. Also, naja, ist nochmal ein anderes Thema. Aber finde, guck mal, was ich auch noch zu Gear 5 sagen muss, ne? Warum Gear 5 so perfekt ist. Man wusste ja, irgendwas muss noch kommen. Man wusste, Boundman ist nicht genug, Snakeman ist nicht genug. Auch das, also das Königshaki, was ja dann nochmal den Buff des Millenniums bekommen hat, ist auch nicht genug am Ende des Tages. Und dann, finde ich, gab es ja so ein bisschen diesen Punkt, wo man sich dachte, okay, Ruffy verliert mir jetzt ein bisschen zu häufig. Also der hat ja nicht nur einmal gegen Kaido verloren, weißt du, natürlich am Anfang, am Anfang des Arcs und so, und dann, also insgesamt viermal verloren, und dann dachte man sich so, ja okay, jetzt wird das ein bisschen zu viel, aber jetzt, wenn man weiß, Ruffys Herz bleibt bleibt stehen, und dann resultiert das Erwachen daraus, finde ich, dann hat das schon Sinn gemacht, also da hat sich Oda schon was beigedacht, so Rückblick betrifft. Die Niederlage, aber letztendlich, wenn Kaido jetzt besiegt ist, steht es eigentlich 4-1, so. Also theoretisch ist, wenn man das so sieht. Aber Kaido will halt nur einmal besiegt werden, so. Wenn er einmal wirklich ernst besiegt wird, und das wurde er jetzt so, ich glaube, dann ist er auch mehr oder weniger gebrochen. Beziehungsweise darauf hat er gewartet, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, es ist absolut krass. Keine Ahnung. Also, beste Szene überhaupt, so derjenige, der nicht besiegt wird, Joy Boy sein. Also, das finde ich zu krass, Mann. Es verpasst einen die gleiche Gänsehaut wie zum Beispiel damals, wo Trafalgar so bei der King Kong Gun gegen Doflamingo so gesagt hat, das D wird den Sturm jetzt entfachen oder so, weißt du? So ja, in die ja. Richtung. Also, wo man so weiß, so ein direkter Bezug auf Ruffy und dass er halt krass ist. So, das ist immer cool. Ich kann es echt nicht glauben, dass wir jetzt hier wirklich real über Gear 5 reden. Ja. Wir haben ja schon so viele Jahre darüber geredet, so, wirklich. Ja, Gear 5, 2019, das Jahr von Gear 5. Aber ey, wir haben auch immer gesagt, dass Gear 5 so mäßig das Letzte sein wird. Ja, Gear 5 auch das Erwachen sein wird, dass man den Boden greifen kann und sowas, dass man, da wurden schon viele Parallelen geschlossen, safe. Okay, dann die alles entscheidende Frage, die wir uns, glaube ich, jetzt nicht mehr stellen, aber Ruffy wusste ja auch nicht, dass die Tür zu Gear 5 offen ist. Also diese Tür existierte ja quasi gar nicht für ihn. Glaubst du, es gibt noch irgendeine Tür dahinter, die er öffnen kann, von der er jetzt auch noch nichts weiß? Also er weiß ja, dass es das Limit seiner Frucht ist, aber glaubst du, ein Gear 6 oder irgendwie sowas ist überhaupt eine Option? Glaube nicht, also ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht. Nee. Ich glaube auch nicht. Gear 5 also, ist, glaube ich, wirklich das Letzte. Ich glaube aber, dass in Gear 5 die finale Technik, die Technik, also das klingt jetzt mal geisteskrank, aber das Ganze am Ende, dass er davon auch noch gar nicht weiß, dass das so ein Ausmaß annehmen kann, aber dass er vielleicht so sogar mit der Frucht dann sogar komplett fast, also ich will es nicht übertreiben, aber den ganzen Planeten irgendwie beeinflusst oder so ein Scheiß. Ja, also, ja, ich meine, Sonnengott Nika, der schmeißt da Blitze, ganz ehrlich, der kann auch im bester Escanor-Manier einfach so eine kleine Minisonne oder so dann, weißt du, also keine Ahnung, es gibt so viel komischen Scheiß, den du jetzt rausziehen könntest, und ich glaube auch nicht, dass in Gear 6 kommt in irgendeiner Form, weil ich glaube, wo Ruffy gesagt hat, das ist das Limit, das ist das letzte Gear 5, das war nicht unbedingt Ruffy so, sondern ich glaube, das war so ein bisschen Oda, der zu den Zuschauern spricht. Weil ich meine, am Ende des Tages wird es die Technik sein, die Kaido, also quasi die Person mit dem aktuell höchsten Kopfgeld in der gesamten One Piece, also lebenden Szenerie, abgesehen von Roger und Whitebeard und Dragon, wo wir es nicht wissen, so, aber er hat ja das aktuell bekannteste, höchste Kopfgeld von den lebenden Personen. Wenn er die Person so
geschlagen hat, dann hat er, also dann steht der ganz oben in der Nahrungskette, weißt ja. du? Ja, ja, so. Safe. Viel mehr kann da halt nicht mehr kommen. Also, weil wenn jetzt, man muss ja sagen, Gear 5 ist ja safe mal gerade 4, 5, 6 Mal so stark wie Gear 4 am Limit. Das so. Ist so krass. Also auch defensiv wenn jetzt ein, ist ja komplett ja, und wenn jetzt ein Gear 6 nochmal 4, 5 Mal so stark ist, das ist dann zu viel des Guten, glaube ich. Aber ey, eigentlich muss man noch sagen, nach diesem Erwachen, nach dem Sieg gegen Kaido und nach dem, also nachdem man jetzt gesehen hat, ey, ist Joyboy, ist der Auserwählte so und er hat die Frucht erweckt so, müsste Ruffy theoretisch, ich sag's dir, wie es ist, ein höheres Kopfgeld haben als sogar als Dragon. Er ist der gefährlichste Mann überhaupt in der One Piece Welt. Keiner kann ihn mehr stoppen. Er hat die stärkste Kreatur besiegt. Er ist Joyboy. Mhm. Er wird die Weltregierung stürzen. Ja, und er hat ja das gemacht. Ne? Er hat ja die Frucht erwacht, wo die fünf Reisen sagten, okay, das war immer unwahrscheinlich und sowas. Am Ende des Tages hat er, das ist ja auch nochmal der Punkt, Trafalgar und Kid haben zusammen Big Mom besiegt. So, okay. Die Kaiserkommandanten wurden von Zoro und Sanji besiegt. Okay. Aber Ruffy alleine auf dem Rooftop alleine, klar, Yamato hat mal eingegriffen, klar, CP0 hat kurz mal, also da es gab viele Leute, die sich eingemischt haben und es war auch viel Glück dabei, ne? Ruffy wurde auch oft mal von Trafalgar teleportiert, Zoro hat die Attacken zerschnitten und sowas. Er ist ins Wasser gefallen, das U-Boot hat ihn wieder rausgefischt und so. Also Ruffy hätte auch schon in einer ganz anderen Situation sein können. Aber am Ende des Tages ist er derjenige, der alleine da auf dieser Spitze steht und alleine Kaido besiegt hat, eventuell sogar jetzt schon. Ja. Und demnach gibt es keine Argumentation, weil er hat auch eine große Allianz von tausenden Leuten, die auch unter anderem stark sind. Die Crewmember von ihnen sind geisteskrank, das wissen wir jetzt, Zoro und Sanji haben die Kaiserkommandanten besiegt, also die stehen dem auch in nichts nach. Kaidos Crew überlegen auf jeden Fall. Ja, er hat Wano befreit, er hat auch ein eigenes Territorium, also Big Mom ist auch noch nebenher gefallen, also ganz ehrlich. Er muss das höchste Kopfgeld haben, also er muss über 5 Milliarden, also ohne Scheiß. Alles unter 4 Milliarden finde ich Quatsch. Ja, wirklich, ich meine, Shanks hat auch nur knapp über 4 Milliarden, deswegen 4 Milliarden wäre okay. Das Einzige, was mich davon abhält, zu sagen, dass er nicht 5 Milliarden oder sogar wie Roger so 5,5 Milliarden oder so bekommt, das Einzige, was mich davon abhält, ist der Fakt, dass Blackbeard nur 2,2 Milliarden hat. Die hat er zwar sofort bekommen, also von 0 Berry auf 2,2 Milliarden, aber, oder 2,247 oder so, aber, und Kaido, es ist irgendwie komisch, wenn Blackbeard so 2,2 Milliarden hat und Ruffy so mehr als das Doppelte. Ja, an sich schon, aber ey, Ruffy ist einfach, wenn man es aus der Sicht der Weltregierung ist, Ruffy maximal, der hat noch Nico Robin in der Crew, es ist also so viele Argumente, dass Ruffy maximal der gefährlichste ist überhaupt, also Dragon ist der meistgesuchteste Mann zur Zeit, so sagt man, und deswegen geht man davon aus, dass er auch das höchste Kopfgeld hat, aber der, weiß ich nicht, der hat ein paar Leute unter sich, so, seine Stärksten haben sogar schon gegen Zweitmirele verkackt, so mäßig, so, jetzt, also, weißt du, weiß ich nicht, was soll denn kommen, also Ruffy müsste eigentlich das höchste Kopfgeld kriegen, jetzt komplett nach dem Arc, weil jetzt auch ein Weltregierungs-TP0-Heini, der ist jetzt durchgezogen, der wird Bericht erstatten, genau wie es passiert ist, der hat wahrscheinlich noch gesehen, wie Ruffy Kaido vernichtet mit dem letzten Schlag mit der Monkey-God-Gun, also der wird es auch so berichten, wie es passiert ist, 1:1 ehrlich, das muss so einschlagen, ich bin echt gespannt, also, ob sie da nicht sogar irgendwie irgendwas ausrufen, irgendwas Besonderes bezüglich Ruffy. So, da reicht fast eine Kopfgeldsteigerung nicht mehr so. Ja, ich könnte mir so, das Ding ist, passt auch, also ich glaube, nach Gear 5 wird, also man hatte ja diese Kopfgelderhöhung nach Dressrosa und da hat man ja schon gesagt, okay, Zoro vielleicht ein bisschen zu niedrig, Lysop ein bisschen zu overrated, jetzt auch mal nicht übertreiben und so weiter und so fort, Chopper muss man das weiter fortführen und so. Und ich glaube, nach Wano Kuni werden wir das erste Mal nach Dressrosa wieder die Situation haben, dass alle Crewmember eine Erhöhung bekommen. So. Und ich finde, oder ich weiß, oder bin mir zu 100% sicher, dass noch nie eine Kopfgelderhöhung, man wird ja vermutlich auch von Lore und von Kid und so eine Erhöhung haben, dass noch nie eine Kopfgelderhöhung so kontrovers diskutiert werden wird, weil es werden niemals alle zufrieden sein. So. Ach, safe. Safe. Das wird so, weil ganz ehrlich, gibst du Ruffy ein Kopfgeld unter 4 Milliarden, könntest du immer sagen, ja, er ist der, der am Ende des Tages irgendwo alleine Kaido geschlagen hat und hat weniger, macht keinen, also, weißt du, und hat ja auch alle anderen Vorzüge, die Kaido so hat, Allianz, Crew und so weiter und so fort und eigenes Territorium hat ja Ruffy auch, also das ist ja auch kein Argument jetzt. Er ist zwar noch nicht so lange Pirat, aber das Kopfgeld sagt ja nur auch, wie gefährlich ist der für die Weltregierung, das sagt das Kopfgeld aus und Ruffy ist viel gefährlicher. Wenn du von heute auf morgen gefährlich bist, dann siehst du, bei Blackbeard kriegst du mal gerade, zack, 2,2 Milliarden einfach von auf Haus oder er hat nur das Territorium von Big Mom gecrushed und
und hat einfach eine Milliarde nochmal oben drauf bekommen. Also da kann man schon, da hat man schon einen hohen Spielraum. Und dasselbe gilt ja auch für Zoro und Sanji. Also sorry, aber wenn die beiden nicht eine Milliarde haben oder mehr halt, weißt du, dann wäre alle, also jetzt so eine Zoro, der mit 860 Millionen rumläuft, ey, da bin ich mad. Ja, sehe ich auch nicht mehr. Also wirklich, die eine Milliarde Typen hauen die da weg so und dann selber nicht mal eine Milliarde. Weiß ich nicht. Würde ich auch nicht so feiern. Ich glaube auch die beiden, ich glaube Sanji und Zoro werden sich so um und bei einer Milliarde einpendeln und werden dann. Ja, meinst du, Zoro wird ein bisschen mehr haben wieder als Sanji oder? Weil dieses Spielchen ich glaub, ist ja immer. Ich glaube ja, weil ich finde, man hat jetzt durch Roof Peace, wo ja nur Ruffy, Kid, Law und ja, Killer und Zoro dabei waren, hat man, finde ich, schon nochmal die Selektierung gehabt, okay. Sanji ist mal auf dem Scheiße. Zumal ja auch dieses Pendant ist ja so, also Eki und wie heißt nochmal der Wolf? Gott. Jabura? Ja, genau. Die waren ja auch so nur ein Punkt oder so auseinander von der Stärke. Und King und Queen, also die Königin im Kartenspiel und der König, sind ja auch an sich gleichwertig, aber am Ende des Tages heißt es Bube, Dame, König, Ass. So, also der König steht ja auch nochmal über. So, es ist zwar gleichwertig, die Karte ist gleich viel wert in vielen Spielen, aber der König steht trotzdem immer noch ein bisschen darüber. Ja, so. Und der Kampf und auch danach so, also ein bisschen. Ja. Also ich glaube schon, dass Zoro ihn wieder überholt und dann ist der Gag so, jetzt bin ich wieder vorne weg. Also Sanji wurde echt nicht so gut behandelt, muss man sagen, in diesem Arc, ne, oder? Ich muss sagen, aber die Szene, wo das Schwert von Queen an seinen Nacken zerbrochen ist, das ist schon geil. Also, da kam schon Gänsehaut auf, sag ich dir, wie es ist. Ey. Aber das Black Maria-Debakel, würde ich mal fast schon sagen, davor, obwohl das auch cool war für seinen Charakter, aber trotzdem halt, ne? Also Zoro hat da oben Königshaki entfacht, hat er gegen zwei Kaiser gekämpft, alles, und Sanji ist da unten, wird von Prostituierten zerschlagen, also, Digga. Ja, wirklich. Meanwhile. Meanwhile wird er von Black Maria verprügelt, da ist albern, also, weiß ich nicht. Musik so. Das tut mir so leid. Ja, das stimmt. Aber man darf halt nicht vergessen, am Ende des Tages ist Zoro so Vize-Captain, Schwertkämpfer der Bande und Sanji ist halt der Koch, ne? Also, ja. Es ist halt seiner Rolle gerecht. Schuster, also, bleib bei deinen Leisten. Genau so ab ungefähr. Ab in die Küche. Nee, du hast schon recht. Ja, kein Plan. Aber ich finde auch hier ist G5 wieder das perfekte Tool, weil man hat jetzt Zoro gehabt und das kam ja auch in der letzten Folge nochmal rüber, während alle ihre Attacken rausgehauen haben und auch Ruffy G4-Attacken und sowas, Big Mom, Kaido hat alles über sich ergehen lassen, ja zum Teil auch bewusst über sich ergehen lassen und es hat ja nicht mal versucht, irgendwas zu machen und auch Ruffys G4-Attacken und so hat er über sich ergehen lassen und nur bei Zoros Enma-Schlag war die Situation, wo Big Mom gesagt hat, weich lieber aus, Kaido, und Kaido auch gemerkt hat, ah, Nasenbluten, lieber ausweichen. Ja, so. Sonst wäre ein Arm ab und, oder so. Ja, genau, sonst wusste er, alles klar, das tut weh. Und dann noch ein Zoro, der später ja auch Königshaki genutzt hat und Kaido eine Narbe verpasst hat, so. Also, Zoro hat ja damals gesagt, wo Ruffy 50.000 Fischmenschen ausgenockt hat, hat er gesagt, das erwarte ich von meinem Captain, das erwarte ich, so. Ja. Sonst könnte er nicht so der Captain sein. Und jetzt ein Zoro, der Enma hat, der Dämonenkontrolle irgendwie antießt, der Königshaki hat, der, da muss Ruffy, da wäre G4 auch nicht mehr genug gewesen, um dem gerecht zu werden. So, weißt du? Ja, ist deswegen so. G5 ist nochmal jetzt dieses Tool, um auch so zu zeigen, okay, Ruffy steht immer noch weit, weit über allen anderen. Ja, ne? Ist so. Und auch mit G5 würde ich sagen, steht weit über Zorro. Wo man ja immer vorher noch streiten könnte, so, okay, ja, die sind ungefähr so gleich so, aber nee, ja, und Schnittverletzungen sind gegen Gummi übel stark und so, könnte nicht Zorro, bla bla bla, so. Ich finde, jetzt hat man ganz klar, jetzt hat Oda mit G5 so jede Zweifel beseitigt. Also sorry, aber wer jetzt sagt, dass Zoro da gewinnen würde, ich weiß, die Zoro-Fanboys, Zoro stark, don't get me wrong, aber Hast du eigentlich das mitbekommen, jetzt muss ich dich mal fragen, wo in Kapitel 1041 auf Seite 16, das war so 2-3 Kapitel, bevor Gear 5 kam. Wie, auf der Wange. Wie detailliert er das sagt. So, ich hab's Kapitel hier extra nochmal aufgehört. Welches Kapitel? 1041? 41 auf Seite 16. Ja, und Seite 16 unten, das dritte Panel. Ja, das, ohne Scheiß, da sah man ja Ruffy mit seinem Gesicht voller Wunden in Gear 4. Und da hat man auf der Wange halt so Gear 5 in Japanisch gesehen, weißt du? In japanischen Schriftzeichen, so. Gear 5 auf der Wange, so. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ey, das ist so krass und das ist wirklich real. Oda hat wirklich Gear 5 auf die Wange von Ruffy geschrieben und hat es dann 2-3 Chapter später benutzt. Ich hab's mal reingeschickt, falls du es dir angucken willst, aber es ist, ist zu krass. Also wirklich, ich find's
Und es ist 100% real. Ich hatte da sogar im Stream dann auch drüber geredet, so, ob das sein kann. Viele haben gesagt, das ist kompletter Quatsch, ist Quatsch, Schwachsinn, so. So, aber das Ding zwei Chapter später kam es halt so. Ja, durch diese ganzen Schrammen fällt das halt nicht auf, ne? Also, es wird auch vielen Japanern nicht aufgefallen sein, so. Und ja, für uns Europäer ist es komplett unmöglich. Also, da siehst du gar nichts raus. Zumal der Schriftzug, also ich sehe ihn jetzt gerade auch von mir, auch in die Haare reingeht, so ein bisschen dadurch, weißt du, verwirrt das nur mal oder lenkt ein bisschen davon ab. Aber trotzdem krass eigentlich so. Aber heftig, heftig. Okay, dann nächste Frage. Also, Gear 5, wir wissen ja, Oda hat viele Parallelen geschaffen, so. Blackbeard gegen Ace und so damals schon, wo er gesagt hat, Sonne, Finster, also er hat ja nicht gesagt Hitze, Feuer, irgendwas, sondern er hat gesagt Sonne, so, ne? Das ist schon krass. Oder Licht gegen Dunkelheit, so quasi. Was glaubst du, G5, seit wann hat er das, also seit wann plant Oda? Boah, ich glaube, also, er hat das schon. Wenn du es jetzt auf dem Arc oder so reduzieren müsstest, so in den und den Arc als Beispiel. Boah, das ist jetzt hart. Also ich oder sag, wie du denkst. Also sag einfach, was du gerade sagen wolltest, sorry. Ich würde schon sagen, um und bei Skypier. Halte mich für verrückt. Ich glaube wirklich, Oda hat schon bei Skypier. Es gibt natürlich bei diesem Lagerfeuer am Ende und so diese eine Silhouette von Ruffy, wo er so aussah. Ne, das ist. Und es gibt viele Hinweise darauf, so. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat wirklich Gear 5. Ich weiß nicht, ob er schon dieses Gear 5 in seinem Kopf hatte und das Erwachen so, aber er hatte die letzte Form von Ruffy. Auch schon das Design hatte er schon im Kopf zu Skypier-Zeiten. Okay, krass, weil, also ich glaube, Design und Verwandlung und wie der Grundaufbau ist, auch Skypier-Zeiten. Aber ich sag's dir, Grundidee schon bevor Ruffy die Frucht gegessen hat. Also ganz am Anfang von One Piece. Kann ich mir auch dass vorstellen. Ruffy Joyboy ist und das Erwachen ist, also quasi die letzte Stufe, ob das dann bei Oda so diese Mentalität war, okay, Früchte können erwachen und bla bla bla. Aber zumindest der Gedanke, dass das Letzte, was Ruffy erreichen wird, das ist dieses Joyboy-Erwachen, wie man es ja auch nennt, glaube ich, hatte er schon ganz am Anfang. Ja. Also sowas, so einen, also diesen Major-Plot, Joyboy, alte Geschichte, so, weißt du? Weißt du, wie krass das ist? Er hat ja auch gesagt, er hat Ruffy, dem Protagonisten, die Gummifrucht gegeben, die Gummikräfte, weil er halt damit alles machen kann, so, weißt du? Ja. Und deswegen macht es auch Sinn. Er wollte ja nicht jemanden haben, also da gab es ja mal in der FPS die Frage von einem Fan, ist die Gummifrucht gegenüber anderen Leuten, die nicht voll die heftigen Früchte haben, ist das nicht so ein bisschen wack? So, also umgangssprachlich jetzt gesprochen. Und da hat doch Oda darauf geantwortet, er wollte einfach eine Frucht für seinen Protagonisten, die Spaß macht oder so, ne? Ey, und dann kommt er da mit den fünf Weisen, die sagen, das ist die absurdeste Kraft. So, was ja genau das widerspiegelt, so, ne? Ich glaube auch, Oda hatte das dann auch schon geplant, dass er dachte, okay, die letzte Form, die letzte Verwandlung, das letzte Power-Up oder so für meinen Protagonisten wird das sein, mit dem ich alles machen kann, alles zeichnen kann, so verrückt sein kann, so, und das kann er jetzt wirklich. Kreativität freien Lauf lassen, weißt kann du, jetzt so. Alles aus dem Arsch ziehen. Gummi lachen, alles Mögliche und dann auf einmal doch noch einen Blitz schmeißen, so, wenn er Bock drauf hat. So. Ey, was glaubst du, kommen noch für Techniken so jetzt? Fällt dir noch was okay, ein? Starker Pull. Ja, gut, ne, ich meine, Gear 5, also du kannst ja bei Gear 4 kannst du alles argumentieren, so, da kannst du in so viele Richtungen gehen, ne, aber Gear 5, du kannst ja alles machen. Wie glaubst gesagt, er wird die Redline zerstören oder sowas? Mit der Frucht vielleicht sogar, mit der Kraft irgendwie? Ja, ich meine, am Ende des Tages, warum nicht, ne? Also, man weiß ja, was für einen Impact die King Kong Gun auf Dressrosa hatte. Jetzt stell dir mal vor, Gear 5, was da möglich ist, so, weißt du? Da kann ja ganz. Gatling. Da kann die Redline nicht mehr standhalten. Na, weiß man nicht. Ja, du könntest ja auch einfach sagen, okay, wenn er die ganze Redline in Gummi verwandelt oder so, dann wird das auch instabil und bricht ein. So vielleicht, weißt du? Ja. Oder einen großen Teil der Redline oder so. Also die Möglichkeiten sind ja grenzenlos. Und das Problem ist halt, man geht jetzt über dieses Gummi-Element, aber was heißt Problem, es ist natürlich cool, aber man geht ja über dieses Gummi-Element hinaus. Jetzt kann man auf einmal, das ist ja so ein bisschen die Thematik, man hat zum Beispiel Big Mom, sie hat die Seelenfrucht theoretisch, sie kann Life or Death mäßig, sie kann ihr Lebenszeit entziehen, bla bla bla. Aber das ist ja gar nicht Big Mom. Big Mom ist ja eine Seele, die ein Schwert hat, was krass ist, die eine Sonne hat und eine Blitzwolke, die Blitz erzeugen kann mit Indra und Pipapo, die zig Leute in übelsten Enel-Umkreis quasi auseinander sieben und mit Prometheus einfach ich sag mal so, Feuerfaust Ace in nichts nachsteht, so, weißt du? Ja, so ein Heavenly Fire hat genau den gleichen Impact. Also, diese Seelenfrucht
ist ja überhaupt nicht relevant für die Stärke, die sie hat und die Elemente, die sie nutzt. Blitze hier, Feuer da, zack, zack, so. Und das Gleiche hast du ja jetzt mit Ruffy auch, nur noch mal krasser, so, weißt du? Ja, ja, genau so eigentlich, ja. Er kann alles damit machen. Also, ich frag mich noch so, ob es noch andere, aber er hat jetzt das Blitz gegriffen, so, könnte er noch andere Elemente benutzen, oder beziehungsweise, was ist denn jetzt mit Feuer? Okay, er wurde vom Borobreath verbrannt, das hat ihn auch nicht richtig geschadet, das war eher so ein Comedy-Ding. Aber es ist halt die Frage so, ne? Diese ganzen Angriffe, die er so comedy-mäßig wegtankt, spürt er die, so, weißt du? Ja, 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 weil du könntest ja jetzt auch argumentieren, klar, warum hat er dann vorher Schaden durch Feuer bekommen? Hat Ruffy Schaden durch Feuer bekommen? Ich war, boah, jetzt. Ja, ey, ich erinnere nochmal an die vorletzte, nee, an die letzte Folge mit der Willenskraft, wo er gesagt hat, hier durch Feuer. Ja, 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 da war ein deswegen, G4. Wo man ja sagen könnte, okay, Sonnengottfeuer hat keine Wirkung. So, also weißt du, so ja, ein bisschen. Ja. Oder Ruffy hat den Status erreicht, dass er, also ich sag mal so, wenn die Bar 100% erreichen muss für Gear 5, dann hat er zum Zeitpunkt der Folge, wo er den Borobreath aufgehalten hat, vielleicht schon 90-91% davon erreicht, bis die Teufelsfrucht an den Limit angekommen ist, wo sie erwacht. So. Und dass man argumentieren kann, je näher er quasi an Gear 5 kommt, desto mehr Eigenschaften des Sonnengottes Nika kriegt er. Und da gehört halt irgendwo Hitzebeständigkeit mit dazu. So, weißt du? Ja, safe. Aber, boah, ganz dünnes Eis natürlich, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob Ruffy irgendwann mal Schaden durch Feuer bekommen hat, groß. Also richtig Schaden. Boah, jetzt wo du es sagst, ey, warte mal. Ich meine, klar, es gab hier mal und da Techniken, die Hitze ausstrahlen. Ich meine, viele Techniken strahlen ja Hitze aus. So. Ich meine, am Ende des Tages. Aber sonst nicht richtig, eigentlich richtig so. Ja, muss man abwarten. Er kann auch selber Feuer erschaffen, so mit seinem Gear, mit seinem Red Hawk und so, ne? Ja, das ist ja auch noch so eine Sache, klar, ne? Da muss man ja auch sagen, so, ich meine, Feuerzeugen ist ja eigentlich auch nichts Typisches mal gerade so. Und da hat man ja auch gedacht, hier, Ace, man hat ja auch immer Ace als Parallele gezeigt, weißt du, dass er an Ace denkt, wenn er Red Hawk einsetzt und so. Aber am Ende des Tages, jetzt weiß man, dass er einfach der Sonnengott ist. Also, ja, natürlich hat er so Feuer im Petto, weißt du? Das ist echt toll. So eine Red Hawk Gatling, weißt du, in der Nika-Form, ey. Und eine Red Hawk Gatling. Das ist es. Das muss noch kommen. Ja, keine Ahnung. Jawohl, das wäre heftig. Naja. Also, Fazit kann man, denke ich, sagen: G5 ist fähigkeitstechnisch, okay, das Beste, was Ruffy hatte, safe. Ja. Ist es die beste, also nicht die beste Fähigkeit qualitätstechnisch, sondern deiner Meinung nach einfach persönliche Präferenzmäßig. Ist es die beste Fähigkeit aus ganz One Piece für dich? Für mich ja, für mich ja. Also wirklich, also ich will nicht sagen, ich will noch abwarten, weil eigentlich ist für mich das schon klar, dass das, also optisch erstmal, finde ich das geilste Gear, die geilste Verwandlung. Mhm. Allgemein auch aus komplett One Piece, weiß ich nicht, also was da noch kommen sollte. Nee, also für mich ist Ruffy mit der Verwandlung fast schon so, das muss ich jetzt fast schon sagen, der beste Shonen-Protagonist sogar mit der Verwandlung. Ich finde es fast besser als jede Shonen-Protagonisten-Transformation, die wir jemals hatten. So, weil es einfach so clean ist, irgendwie so krass. Und ey, der Anime, ich will gar nicht da anfangen, aber der Anime wird so krass abliefern. Der Anime wird so krass. Wenn das im Anime kommt, ja, dann werden alle überzeugt sein, so für Leute, die jetzt immer noch zweifeln. Vor allen Dingen, man denkt ja immer so, oder man muss sich mal vorstellen, dass Oda einen Shonen macht seit über 1000 Kapiteln und trotzdem das Rad öfters neu erfindet oder einfach einen anderen Weg einschlägt als viele andere. Jetzt schaut euch mal an, so zum Beispiel diese Transformation in Dragon Ball oder auch als Beispiel, Paradebeispiel Hunter x Hunter, wo Gon sich am Ende verwandelt und einfach nur erwachsen wird, so. Aber am Ende des Tages sind die Verwandlungen immer brachial und böse. Also nicht böse, aber ihr wisst, was ich meine, so ernst, ja, weißt du? Man sieht aggressiver aus, man hat ein muskulöseres Auftreten, man ist brachialer in irgendeiner Form. Und dann kommt Oda daher und pullt nach 1000 Kapiteln einfach das komplette Gegenteil. So, weißt du? Ja, safe. So, du hast in Naruto hier Kurama-Mode, Leuchten, zack, 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 so übelst ernst und weißt du? So, ja, und die entsprechende Aura, die dazu gehört, Dragon Ball natürlich, Left and Right und Hunter x Hunter, du hast es überall eigentlich. Und dann hast du jetzt einfach mit Ruffy so einen lachenden kleinen Jungen da so gefühlt. Ja, ja, der alles dominiert und nichts ernst nimmt und von nichts getroffen wird. Ist einfach geil, Mann. Ich bin, das ist zu geil, Mann, einfach, finde ich. Und das glaube ich ja, auch, dieses beste ganze Cartoon-Ding, dieses, das hat Oda schon so lange geplant und er hatte auch so Bock darauf, das endlich zu zeichnen, glaube ich. Okay, jetzt die random Frage des Millenniums ganz am Ende. Jetzt, wo Kaido ja vermutlich durch Ruffy Gear 5 einfach besiegt wird, was passiert eigentlich mit der Operation des Lebens bei Lore? Ich meine, er hat ja seine Frucht erwacht.
kommt die nochmal oder stirbt die, also stirbt man darüber jetzt einfach hinweg? Und da, ich meine, kommt, da kommt die Kehrseite von Gear 5 nämlich ins Spiel. Denn Ruffys Herz hört auf zu schlagen. Law muss es einsetzen. Nee, ich weiß, und das nicht. Ist dann der Grund, warum, nee. Weil dann, das Ding ist, dann könnte Ruffys ja immer einsetzen, weil er wäre ja dann unsterblich, weißt du? Das, ja, stimmt, hast recht. Ja, ich weiß es nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, es muss irgendwann irgendwie noch thematisiert werden, aber wahrscheinlich jetzt in dem Arc, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht mehr, oder? Okay, glaubst du, es gibt am Ende, also man hat ja jetzt aktuell 5 Kaiser, angeblich, so in der Öffentlichkeit wird so dargestellt, also Ruffy zählt ja schon als bald Kaiser. Bald nicht mehr, ja. Yes. Ja, glaubst du, Big Mom und Kaido fallen weg als Kaiser und, ey, Kid und Law übernehmen das und am Ende gibt es einfach 5 Kaiser, oder glaubst du einfach, Ruffy wird ein Kaiser und Law und Kid beide nicht und es gibt nur noch 3 Kaiser? Ey, das und ist die 3 Macht stürzt weiter ein, weißt du, weil man hat ja eigentlich Marine Weltregierung, 7 Samurai und Kaiser, und jetzt hätte man dann vielleicht, also man hat 2 Kaiser weniger und mit Ruffy vielleicht dann einen 3. Kaiser, weil Ruffy muss irgendwie Kaiser werden, muss er, finde ich, so. Und dann hat man nur noch 3 Kaiser, man hat auch schon seit langem nicht mehr 7 Samurai und jetzt ist das 7 Samurai-System komplett weg. Also das heißt, man könnte sagen, okay, diese 3 Macht ist jetzt komplett eingestürzt, oder glaubst du, man füllt das einfach jetzt auf? Ja, das ist eine gute Frage, Mann. Ey, was denkst du denn dazu? Also, 4 Kaiser wird es nicht geben, weil wenn Law Kaiser wird, dann muss Kid auch Kaiser werden und umgekehrt. So, also es wäre frech, finde ich, wenn, weißt du, wenn das nicht so wäre. Ja, aber ey, ich sehe Law nicht als Kaiser. Aber ich sehe die beiden nicht als Kaiser. Nee, Kid auch nicht. Kid wurde von allen verprügelt. Ich sehe einen Shanks und einen Blackbeard und einen Ruffy in Parallele zu einem Whitebeard, Kaido und Big Mom, sehe ich da kein Kid dazwischen. Nee, sehe ich nicht. Bei mir auch nicht. Also ich glaube auch irgendwie nicht. Also da muss man wirklich jetzt noch abwarten, die letzten paar Chapter, die jetzt kommen, so bezüglich also Kaido und Big Mom, was mit dem passiert jetzt. Ja, entweder 5 Kaiser und man sagt halt, okay, die anfänglichen Zeiten von Kaisern sind halt auch nicht, also sind halt nicht das Ende der Fahnenstange, so Kid und so kann auch nochmal weitergehen. Aber ey, so jemand, der da so ein bisschen Schrott ansammelt und so, weißt du, der ist da jetzt nicht für mich, der ist für mich der hat auch gar nicht die Gefolgschaft, die Territorien, da fehlt alles, so, der hat keine Flotte, gar nichts, also da, das sehe ich auch null, keine Ahnung. Dass Ruffy danach richtig dann Kaiser anerkannt wird in der Welt, das glaube ich schon, aber... Es wäre eigentlich sogar ein guter Punkt, nur Ruffy zum Kaiser zu machen, weil Kaido hat ja die ganze Zeit gesagt, okay, das erwarte ich von Leuten, die König der Piraten Anwärter sind, und hat ja immer zu Kid, Law und Ruffy gesprochen und so. Also immer bei dieses, ihr wollt König der Piraten werden und sowas, es war immer plural auf die bezogen. Aber wenn Ruffy jetzt nach dem Arc der Einzige ist, der an Kaiserstatus kommt, ist das so ein bisschen dieses, dass die beiden realisieren, okay, das ist nochmal eine Schippe weiter. So, ja, aber was ist mit Kaido und Big Mom? Das Problem ist halt auch noch da, ne? Ja, okay, lass uns ganz kurz das Fass auch aufmachen. Big Mom ist safe nicht gestorben, können wir drüber... Nee, also, beide nicht, safe nicht. Safe nicht und Kaido auch nicht. So, und für mich funktioniert das nicht. Also, du hast zwar Kaido und du könntest jetzt einen Move auspacken und das wäre, der mich besiegt, ist Joy Boy. Und Ruffy hat Kaido besiegt und Kaido erkennt das auch an und weiß, okay, ich wurde von Ruffy besiegt, du bist Joy Boy und dir stelle ich mich nicht in den Weg. Ich verlasse Wano, wenn du das sagst, und dann verlässt er Wano. Ich finde das aber wack. Ja, was macht er dann? So lebt er im Exil fröhlich für sich? Ja, so? geht er mit Lin zusammen, so, weißt du? Ja, ja. Sehe ich auch nicht, und mit King so, weil King hat ja auch Interesse an die Rückkehr von Joy Boy, haben wir auch erfahren. So, deswegen weiß ich nicht. Ja, das ist nichts. Das wird alles nichts. Irgendwie jetzt, also... Ich hab's auch in meinem letzten Video gesagt, so, ich will's gar nicht aussprechen, aber dass Kaido sich jetzt irgendwie Ruffy anschließt, aber es geht nicht. Das ist ja auch eine Option, die gar nicht funktionieren würde, nachdem was Kaido auf dem Carepolster hat. Das ist ja sein Willen Boy. Aber das Problem ist, das klappt nicht, weil, so wie man mit Orochi das hatte, ist Kaido auch zu, also das ist zu viel. Das ist ja, als ob man Doflamingo in die Crew nehmen würde. Der hat die Leute, die auf Ruffy vertrauen, die gesagt haben, Ruffy, schulter das bitte für uns, die hat er getötet, zum Teil und so, weißt du? Ja, klar. Deswegen, also, das geht nicht. Also, das ist zu viel des Guten. Und deswegen sage ich immer noch, ich kann mir vorstellen, dass Kaido jetzt noch in den nächsten paar Chaptern stirbt. Das klingt zwar überkrass. Big Mom? Ja, Big Mom. Big Mom kann ich mir eher vorstellen, dass die nach Whole Cake Island durchzieht. Die hat ja noch irgendwo eine Heimat, die, keine Ahnung. Also was wirklich heftig wäre, wenn Big Mom sich in irgendeiner Weise wieder zurück, also ich sag mal, da rauskommt und sagt, okay, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, so, ich tauche bald auch mit meiner vollen Stärke auf, weil so ein paar Katakuri und blablabla noch ein, kommt zurück nach Whole Cake Island und Blackbeard tötet sie. Und dann haben beide Kaiser einen K.O.
quasi auf dem also Blackbeard und Ruffy so beide ein auf dem Gewissen, so, weißt du? Ja, wäre schon cool. Könnte man auch machen, aber die Frage ist halt, wie geht man in One Piece mit Toden um? Haut man jetzt zwei Tode dieser Art raus? Boah, das wäre heftig, ey. Das wäre echt brutal, Mann. Aber ich kann es mir vorstellen, dass Oda sowas noch pullt in der Art jetzt, ey. Also auch allgemein, die nächste Zeit jetzt, die wird fast noch interessanter als die Zeit, die wir jetzt gerade hatten. So, weil es zeigt halt, in welche Richtung ja, One Piece jetzt geht. Ja, ne? Jetzt ist ja gerade diese maximal ungewisse Zeit, wo man nicht weiß, in welche Richtung schlägt das Ganze jetzt ein. Und das ist, ich finde, jetzt ist es fast noch interessanter als mit Endkampf so mäßig. Naja, es ist halt Finalstimmung. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort hier an der Stelle. Es ist das Finale von One Piece jetzt, muss man einfach sagen. Und ich finde, das merkt man auch schon so ein bisschen das merkt man sogar schon im Anime jetzt in der letzten Folge, weißt du? Da stehen die den zwei Kaisern gegenüber und fügen dem Schaden zu. Und so wie Kaido es da auch gesagt hat, wer hier gewinnt, ist dem Schritt, König der Piraten zu werden, erheblich näher gekommen. Ich meine, wenn Ruffy gewinnt, hat er 3 von 4 Road-Poneglyphen und er 2 Kaiser besiegt in dem Sinne. Und er hat, er ist dann quasi so kurz davor, König der Piraten zu werden. Es ist halt so, da kommt nicht mehr viel an sich. Ist so. Sehe ich auch so. Deswegen, Finale von One Piece, Leute. Wir brauchen einen Hashtag. Hashtag Piratenkönig, würde ich dann mal sagen. Hashtag Piratenkönig ist stark. Bei ja. G5 wäre es so offensichtlich bei einem G5-Podcast. Ja, ja. Hashtag Piratenkönig, ey. Alles klar, ja. Dann haben wir krank. Über eine Stunde gemacht. Ich glaube, das ist ein starkes. So muss es aber auch sein, ne, bei dem Comeback. Podcast-Comeback, ja. So nächster Podcast kommt ja dann nächsten Mai, deswegen. Genau. Das ist, denke ich, ganz gut. Gear 6 dann. Ein Spaß. Gear 6. Leute, wir sehen uns wieder spätestens zu Gear 6. So, das ist doch eine tolle Verabschiedung. Nee. Oh Mann, ey. Du darfst gerne die Upmod machen. Leute, ey, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da noch, es wäre echt korrekt von euch. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht Abonnent seid, aber erstmal gucken, wie dieses Video überhaupt ankommt, jetzt dieser Podcast, so nach so langer Zeit, ne? Ihr wisst es ja, Algorithmus, YouTube, da weiß man immer nicht, wie man drinsteckt. Leute, wir möchten hier schon Likes und Kommentare und sowas sehen. Also, wenn das Comeback nicht zelebriert wird, dann gehen wir eine 3-jährige. So, und schreibt mal, ey. So ein Ding ist das. Schreibt mal auch unbedingt ein paar wichtige Themen noch, so, die ihr, also, wenn ihr was schreibt, ein Thema, so zukünftiges Thema, das und das, schreibt es rein. Und guckt aber erstmal in die Kommentare und herzt vielleicht einen Kommentar, was das Thema schon, weil wenn da ein Kommentar oder sowas mit so und so viel Daumen nach oben ist oder so, dann werden wir das Thema natürlich präferieren hier, ne? Genau, also wir haben auch schon so ein paar Themen im Petto, wir haben ja auch Charakteranalysen gemacht, sprich, wenn Kaido abgehandelt ist, wollen wir den auch nochmal in einen großen Podcast, quasi Kaido, von wie haben wir ihn kennengelernt, wie haben wir ihn gesehen und wie bewerten wir das Ganze, es geht ja so ein bisschen einfach um unsere Meinung, jetzt nicht eine Inhaltsangabe, was er gemacht hat, sondern einfach unsere Meinung zu den verschiedenen Abschnitten, das wollen wir auf jeden Fall machen. Dann wird es auf jeden Fall ein Wano Kuni-Fazit geben. Der Arc ist fast zu Ende und wir haben den längsten One Piece-Arc überhaupt gehabt. Ich glaube, das wird nochmal ein Brecher-Podcast. Und ich würde fast vorschlagen, Leute, den Wano Kuni-Podcast, den Fazit-Podcast, den machen wir zusammen. Da machen wir, glaube ich, einen Livestream draus. Ja, safe. Wo wir alles nochmal zusammen, so, da können wir alle Meinungen mit einfließen. Da können wir einen großen Livestream draus machen. Mal gucken, wie viele Chapter es noch dauert, bis der Arc abgeschlossen ist. Aber ich denke, so viel lange wird es nicht mehr dauern. Ja, maybe auch 2023, wenn wir Pech haben. Wenn Kaido jetzt nochmal aufsteht. Ja, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. So, Leute. Ja, das war's mit der 34. Ausgabe des Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao und tschüss. Euer Theo. Euer Duo. Euer Podcast-Duo. Euer Du.